Im Zentrum der Vorlesung steht die Frage, welche Rolle spielen sprachliche Zeichen? Und diese Frage möchte ich heute mit Hilfe von Jacques Lacan, dem französischen Psychoanalytiker, untersuchen, weil mir mit Lacan nochmal daran gelegen ist, Ihnen zu verdeutlichen, dass Sprache nicht nur ein Medium ist, mit dem wir Fakten, Tatsachen einfangen, zur Repräsentation bringen, sondern inwiefern Sprache auch mit unserem Unbewussten etwas zu tun hat und da eine für Lacan ganz essentielle Rolle spielt. Als Einstieg möchte ich aber nochmal einen Rückbezug machen auf die vorletzte Sitzung, in der es um Ferdinand de Saussure ging. Denn, wenn Sie sich erinnern, hatte ich Ihnen in dieser Vorlesung dargelegt, dass der Schweizer Sprachwissenschaftler deshalb zu den Wegbereitern des sogenannten Strukturalismus gezählt wird, da er die Sprache unter synchronen Abstraktionsbedingungen analysiert und nicht unter diachronen Abstraktionsbedingungen. Was heißt das im Detail? Nun, das heißt, dass Sprache für Saussure nicht in ihrer historischen Genese oder in ihrer Abstammungsgeschichte von Nachbarsprachen untersucht wird, durch die Zeit, durch die Jahrhunderte oder Jahrtausende, sondern sinnbildlich gesprochen, wie in der Zeit eingefroren wird und dann allein von der Binnenperspektive ihrer Differenzstrukturen untersucht wird. Und das untermalt nochmal die Zeichnung, die ich Ihnen hier abgebildet habe. Sie erinnern sich, diese Zeichnung war im Cours Linguistique Générale von Ferdinand de Saussure abgedruckt, um für Saussure nochmal deutlich zu machen, dass Bedeutung sich durch Differenz artikuliert, weil ein einzelnes Wort dorther seine Bedeutung hat, dass es sich negativ von allen anderen Worten abgrenzt. Nochmal in andere Worte gefasst, was heißt das? Naja, das heißt, dass Worte formal ihre Bedeutung primär nicht durch die Dinge, die sie unter anderem bezeichnen, erfahren, obwohl man das eigentlich meinen könnte, dass Worte wesentlich so etwas wie Post-it-Etiketten sind, sondern sie bekommen ihre Bedeutung mithilfe der formalen Distinktionsstruktur, in der sie zu anderen Worten das sind, was alle anderen Worte nicht sind. Und das will ich ja nur noch mal untermalen, dass wenn wir glauben, Worte sind so etwas wie Etikette, die an den Dingen drankleben, dieses Sinnbild oder diese Metapher eigentlich vergisst, dass jedes einzelne Wort nur deswegen überhaupt als eine Art Etikett fungieren kann, dadurch, dass es immer schon ein Teilelement eben in einer holistischen Differenzstruktur ist. Sprache als Differenzierungssystem klebt also nicht an den Dingen, Gott sei Dank, sonst würden wir, wie hier gesagt, geistig verhungern. Also Sprache als Differenzierungssystem klebt nicht an den Dingen. Wir machen ja immer wieder neue Erfahrungen mit den Dingen und insofern müssen wir dann auch unsere Sprache verändern mit diesen Erfahrungen. Das schließt aber wiederum nicht aus, dass uns die Dinge erst durch das Medium der Sprache zu repräsentierbaren Entitäten werden. Daher wäre es auch angebrachter zu sagen, dass uns Sprache die Dinge vermittelt, aber eben nur vor der Bedingung ihrer Möglichkeit her, eben, wie Ferdinand de Saussure hier deutlich macht, ein Medium reiner Differenz zu sein. Und Saussure bringt das dann auch in diesem sehr berühmten Ausspruch zum Ausdruck, wenn er sagt, die Sprache ist keine Substanz, sondern sie ist eine Form. Damit, das verstehe ich so, dass er sagt, die Referenzkraft, die die Sprache dann hat, weil wir ja zweifellos mit der Sprache Tatsachen, Fakten zur Darstellung bringen können, diese Referenzkraft ergibt sich nur aus dieser Formalbedingung der Sprache als Differenzsystem. Und dennoch könnte man erstmal sagen, dass diese Erkenntnis kontraintuitiv ist, denn wenn beispielsweise, das haben Sie auch schon vielleicht mal bemerkt, Kleinkinder ab dem 15. Monat ihre ersten Worte lernen, dann lernen sie diese Worte eigentlich erst einmal wie so etwas, wie Post-it-Etiketten, wo man den Kindern beibringt, ja, das heißt Ball, das ist Auto, das ist Bagger und da gibt es überall mal diese neuen Ereignisse, aber es ist wieder der Ball und dann lernen Kinder, dass verschiedene Objekte unter denselben Begriff fallen. Und insofern müsste man denken, dass Kinder eigentlich dann doch begreifen, dass die Sprache so etwas wie eine Etikettensammlung ist und Kinder erst einmal nicht begreifen, was würde hier Saussure mit der Differenzierungskraft meinen. Aber das geht natürlich nur deshalb, weil im gewissen Sinne die Eltern der Kinder dann auch das Gesetz der Sprache verkörpern, indem sie erst einmal sagen, ja, das ist Ball und das hat nichts mit Arbitrarität zu tun, du musst erst einmal lernen, dass all diese Dinge unter diese Begriffe fallen. Und dann, glaube ich, lernen Kinder erst einmal ganz intuitiv, dass scheinbar die Dinge doch an ihren, oder dass scheinbar die Worte doch an diesen Dingen kleben.
Aber von dieser Vorstellung möchte uns ja Saussure eigentlich befreien, indem er sagt, wenn ihr das verkennt, das ist erstmal die Differenzierungskraft der Sprache braucht, und wenn wir das begriffen haben, dann verstehen wir auch, inwiefern die Dinge durch die Differenzierungsstrukturen der Sprache zu repräsentierbaren Entitäten werden. Aber Kinder müssen das noch nicht begreifen, die müssen erstmal begreifen, natürlich ganz klar, es gibt hier die Norm, diese und diese Bälle fallen alle unter den Begriff. Wir begegnen bei Saussure daher einer ähnlich holistischen Sprachphilosophie, die wir auch schon bei Willett van Orman Quine kommentiert haben und im Kontext der Erkenntnistheorie-Vorlesung dann ähnlich auch schon bei Donald Davidson kennengelernt haben. Saussure kommt jedoch zu seinem differenzierungsstrukturellen Sprachholismus, und so kann man das sagen, nicht wie Quine in Auseinandersetzung, Sie erinnern sich, mit dem logischen Empiristen, oder wie Donald Davidson im Rahmen einer erkenntnistheoretischen Fragestellung, sondern Saussure kommt, wie gesagt, durch die Untersuchung der Sprache unter synchronen Bedingungen, das heißt unter der Bedingung, dass man Sprache wie von ihrer Binnenstruktur her untersucht, zu seinen Erkenntnissen. Und in diesem Sinne hat Saussure tatsächlich die erste moderne Auffassung der Sprache ausgearbeitet, nämlich modern in dem Sinne, dass er Sprache nicht mehr ausschließlich als Werkzeug für die Vermittlung der menschlichen Bedürfnisse beziehungsweise für die adäquate Beschreibung der Realität verstand, denn seine Analysen zur Arbitrarität der Zeichen betonten ja, dass die Sprache eine quasi überindividuelle Autonomie hat, die jenseits der bewussten Intentionen sprechender Subjekte operiert. Das ist ja Teil seiner Erkenntnis, dass die Sprache erst einmal eine überindividuelle soziale Struktur ist, wo in die die einzelnen Individuen dann hineintrainiert werden, aber eben unter der Bedingung, dass sie erst einmal die Sprache veränderlichen müssen und damit auch den ganzen Bedeutungshorizont, der sozial vermittelt ist, und die einzelnen Individuen erst dann teilnehmen können an der, sozusagen am Kampf oder an der Ausgestaltung dieser Welt, der Bedeutung, die sprachlich vermittelt ist, wenn sie erst einmal die Bedingung der Möglichkeit erfüllt haben, überhaupt als Sprecher aufzutreten. Und darauf verweist ja auch Saussure auch, dass er sagt, ja, die Struktur der Sprache ist erstmal überindividuell anonym, muss insofern verinnerlicht werden. Und wenn das geht, na ja, dann befinden wir uns quasi in der Welt der sprachlichen Bedeutung. Aber das einzelne Individuum erscheint dann auch erst sozusagen rekursiv als ein kompetenter Sprecher in Abhängigkeit zu dieser immer schon überindividuellen Struktur, die die Sprache repräsentiert. Insofern Saussures Hinweis, dass die Sprache eine Autonomie hat und man jetzt nicht einfach sagen kann, Sprache ist das, worauf sich Sprecher immer schon verständigen. Nein, nein, die Sprache geht den Sprechern immer schon voraus, historisch und auch in der Form der Bedeutung, die die Sprache über Jahrtausende in sich trägt. Weil sie ist das Medium der Wirklichkeitserkenntnis und insofern immer schon autonomer, als wir sprechende Menschen uns eigentlich eingestehen möchten. Und damit erweist er sich gar nicht so weit von der Erkenntnis Sigmund Freuds entfernt, darauf bin ich auch eingegangen. Denn so wie für Saussure die Sprache und ihre Bedeutungen eine überindividuelle Strukturkraft besitzt, zu der sich Subjekte erst einmal verhalten müssen oder in die sie hineintrainiert werden müssen, bevor sie dann selbst als teilnehmende Sprecherinnen und Sprecher dann auf den Plan treten, als vernünftige Wesen, die wir auch tatsächlich ernst nehmen können. So wirkt ja für Freud quasi diese überindividuelle Strukturkraft der Sprache auch auf der Ebene des Unbewussten der menschlichen Psyche. Und Sie erinnern sich, das hatte ich Ihnen in der letzten Sitzung mit Bezug auf Freuds Text Psychopathologien des Alltagslebens erwähnt, denn dort interessiert ihn eine Anekdote, wo er selber versucht herzuleiten, warum ihm ein bestimmter Name nicht einfällt. Unter anderem, auch darin könnte man wieder Saussure bestätigt sehen, weil Sprache eine Autonomie hat und diese Autonomie betrifft auch unser Unbewusstes. Der Begründer der strukturalistischen Psychoanalyse, Jacques Lacan, der von 1964 an der renommierten École Normale Supérieure in Paris lehrte, knüpft nun an Saussure an. Aber nicht nur das, Lacan verknüpft eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die Vertreter eines sich zu seiner Zeit gerade entwickelnden Strukturalismus in den Debatten der Anthropologie, der Semiotik und der Sprachwissenschaften entwickelt haben, dann mit den Grundeinsichten Freuds, und das ist in gewissem Sinne die Genialität, dass es ihm gelingt, Freuds Einsichten rückzubinden mit
den Einsichten des Strukturalismus seiner Zeit, und der ist aufgefächert. Da gibt es nicht den Strukturalismus der Sprachwissenschaft wie bei Saussure, sondern gibt es auch den Strukturalismus der Semiotik bei Roman Jakobsen oder den Strukturalismus in der Anthropologie bei Claude Lévi-Strauss. Und all diese Erkenntnisse nutzt quasi Lacan, um in gewissem Sinne Freuds Einsichten mit dem Strukturalismus kurz zu schließen, um deutlich zu machen, dass Freud sich eigentlich daran beteiligt hat, an einer neuen Perspektive auf Gesellschaft, Subjektivität mithilfe seiner Psychoanalyse. Und diese Psychoanalyse noch sehr viel einsichtsvoller wird, wenn man sie eben strukturalistisch auslegt, und das tut eben Jacques Lacan mit Hilfe seiner zeitgenössischen Kollegen. Erinnern Sie sich nochmal daran, bei Saussure begegnet uns die Sprache als eine überindividuelle Differenzstruktur, das habe ich ja jetzt mehrmals ausgeführt. Sie ist nicht einfach das Medium, das wir Menschen uns wie eine Privatsprache zusammenbauen, auch nicht auf sozialer Ebene, obwohl wir auch natürlich sozial einzelne Worte immer wieder prägen können, aber nichtsdestotrotz gibt es immer schon eine Historizität, in die wir eingebunden sind innerhalb der Sprache, die uns als Struktur immer überindividuell tangiert und beeinflusst. Denn wir müssen ja in einer Muttersprache trainiert werden, um dann in der Handhabung ihrer Differenzierungskraft auch wiederum ihren Gebrauch zu vergessen. Und das betrifft natürlich nicht nur die Sprache, das betrifft auch für Lacan ganz andere Bereiche, wo Bedeutungen ebenso strukturiert sind wie die Worte, mit denen wir unsere Erkenntnisse zum Ausdruck bringen. Und auch das ist quasi entscheidend für Lacans Innovation, inwiefern für ihn die Differenzstruktur der Sprache alle möglichen symbolischen Formen, die uns im Alltag umgeben, tangiert. Und insofern die Differenzstruktur, mit der sich Saussure auseinandersetzt, nicht nur etwas ist, was Sprache betrifft, sondern alle möglichen symbolischen Formen, von Gesetzen bis zu Ritualen, bis zur Marktstruktur, wie uns, keine Ahnung, einzelne Produkte begegnen. Und auch da werden Sie merken, dass, wenn ich mir Nike-Schuhe kaufe, ich diese Nike-Schuhe unter anderem auch deswegen kaufe, dass sie, weil sie nicht Adidas-Schuhe sind oder keine Puma-Schuhe, insofern auch Differenz oder die Kraft der Differenz sehr viel tiefer geht, als uns nur auf der Sprache und auf der Ebene unserer Sprache zu betreffen. Das heißt, Lacan nimmt nicht einfach die Zeichentheorie Saussures, sondern er radikalisiert sie und er sieht die Notwendigkeit dazu deshalb, weil nach seiner Meinung Saussure noch allzu sehr von einem homöostatischen Verhältnis zwischen Signifikant und Signifikat ausgeht. Und das, hoffe ich, kann die folgende Zeichnung verdeutlichen. Erinnern Sie sich noch einmal, schon Platon hat zu klären versucht, ob die semantischen Elemente der Sprache in einer natürlichen Beziehung zur extralinguistischen Realität stehen, also ob das Wort Tisch tatsächlich essentiell mit dem Ding, den wir Tisch nennen, mit dem Ding, das wir Tisch nennen, dann auch verbunden ist, oder ob sprachliche Zeichen völlig beliebig sind. Und für Saussure steht eindeutig fest, dass sprachliche Zeichen arbiträr sind, also beliebig. Jetzt mal von sogenannten onomatopoetischen Wörtern wie Wauwau oder Miau. Abgesehen ist es historisch kontingent, warum der Tisch in Deutschland Tisch und nicht wie im Spanischen La Mesa heißt. Und wie wir weiterhin gesehen haben, leitet Saussure wiederum aus dieser Arbitrarität der sprachlichen Zeichen ihren Sprachwert von ihrer relativen Stellung mit Bezug auf alle anderen Zeichen her. Und das veranschaulicht ja hier auf der Folie besonders die obere Zeichnung, die wir gerade schon gesehen haben. Lacan macht jedoch nun eine gewisse Unstimmigkeit in Saussures Herleitung aufmerksam, denn scheinbar steht die relationale Beziehungsstruktur einzelner Sprachsegmente, hier auf der Folie ganz oben abgedruckt, in einer spannungsreichen Beziehung zu Saussures Definition des Zeichens als binäre Opposition zwischen Signifikat und Signifikant. Das heißt, während uns bei Saussure die Sprache in der Spannung eines Systems begegnet, hier ganz oben abgedruckt, in dem Zeicheneinheiten ihre Bedeutung nur durch ihre relationalen Beziehungen zu anderen Zeicheneinheiten bekommen und insofern, hatte ich auch schon gesagt, eine positive Eigenschaft in der multiplen Negation zu anderen Zeichen verkörpert wird, ist das sprachliche Zeichen demgegenüber nur durch ein Prinzip der Opposition geprägt oder durch ein einfaches Prinzip der Opposition geprägt, nämlich eine Kombination zwischen Signifikat und Signifikant zu sein. Hier nochmal veranschaulicht mit den Zusatzbeschreibungen, also
Die obere Zeichenkette oder Signifikantenkette ist scheinbar instabil, differenziell, horizontal, während das sprachliche Zeichen zwar binär ist, also ein sprachliches Zeichen ist nicht einfach nur sozusagen das Etikett, sondern das Konzept ist erst in dem Etikett, also das Signifikat ist erst durch den Signifikanten. Aber Lacan behauptet, naja, das ist scheinbar bei Saussure doch eine relativ stabile Beziehung zwischen, die sich im sprachlichen Zeichen aufbaut, so als sei doch quasi das Sprachetikett, also der Signifikant, an das Konzept für immer und ewig gekettet oder festgeklebt. Das heißt, für Lacan ist Saussures Verständnis des sprachlichen Zeichens im gewissen Sinne viel zu stabil und viel zu harmonisch. Insofern möchte Lacan den Saussurischen Glauben an eine nahezu natürliche Harmonie in der Beziehung zwischen Signifikant und Signifikat überwinden. Lacan zufolge verbleibt nämlich Saussure mit dieser Ansicht immer noch zu sehr auf der Ebene einer Binarität, die uns nahelegt, dass sich das Verhältnis zwischen Signifikant und Signifikat, also zwischen dem Zeichen Apfel und dem wirklichen Apfel oder dem Konzept Apfel, dann in einer Balance hält. Oder anders gesagt, Saussure zufolge sind Signifikant und Signifikat gleichwertig. Es ist nicht so, dass das Bezeichnete an erster Stelle steht und dann das Bezeichnende, also das Zeichen, das Wort, der Schriftzug, an zweiter oder an dritter Stelle. Beide koexistieren in gegenseitiger Verwiesenheit und das soll die Zeichnung mit der Waage auf der linken Bildseite veranschaulichen. Also eine gewisse Harmonie zwischen Signifikanten und Signifikat. Lacan zufolge ist aber diese Balance nicht haltbar. Signifikant und Signifikat stehen ihm zufolge in einem Verhältnis des Ungleichgewichts. Und zwar insofern, als er den Signifikanten dem Signifikat regelrecht überordnet, das heißt die reine Formseite der Sprache betont. Sprache nähert Lacan zufolge den Glauben an eine Wirklichkeitsfülle und doch kreist sie damit nur um eine Leerstelle oder um eine Kluft zur Wirklichkeit. Und diese Kluft hatten wir auch schon unter anderem bei Quine thematisiert gesehen. Lacan zufolge ist also der Signifikant primär und das Signifikat sekundär, das heißt insofern, dass wir mit Worten letzten Endes nie ganz an die Realität so herankommen, wie wir es eigentlich glauben, wenn wir versuchen, etwas zu erkennen oder wenn wir ein Faktum in einer Proposition zum Ausdruck bringen. Lacan will sagen, naja, das Signifikat, also das Konzept, das, wo wir glauben, jetzt im Kontakt mit der Wirklichkeit zu sein, wie wir es als konzeptuell uns vorstellen, wie wir uns die Wirklichkeit als konzeptuell vorstellen, entgleitet immer allen unseren Signifikanten, weil wir mit Sprache nie alles sagen können, jeweils nie so sagen können, wie wir es eigentlich wollen. Und insofern kreist Sprache immer auch um ihre Unmöglichkeit, Fakten, Dinge, Gefühle so zum Ausdruck zu bringen, wie wir eigentlich immer wieder hoffen, es in Sprache zum Ausdruck zu bringen. Und das ist gar nicht von dem so weit entfernt, wie wir es auch schon in der Erkenntnistheorie immer wieder mathematisiert haben, dass Erkenntnis immer auch voranschreitet, um den Ort, wo Erkenntnis immer wieder scheitert, quasi sich eins zu eins mit der Wirklichkeit oder mit der Grundstruktur der Wirklichkeit abzugleichen. Und das untermalt eigentlich Lacan nur noch mal mit dieser Betonung, dass er behauptet, der Signifikant, also sozusagen die Formstruktur der Sprache, ist primär und das Signifikat, also das, was wir mit der Sprache konzeptuell von der Wirklichkeit einzufangen versuchen, ist sekundär in einer permanenten Abhängigkeit und entgleitet uns permanent innerhalb der Formstruktur der Sprache. Weil Sprache ist immer ein Differenzgeflecht und nie eins zu eins quasi das Medium, mit dem wir einen für immer ewig gültigen Faktenteppich einfangen können. Und doch finden wir das natürlich weiterhin etwas suspekt, denn tatsächlich habe ich doch zum Beispiel Gegenstände direkt vor mir, mit denen ich ein ganz klares Konzept assoziiere. Wieso sollten diese Dinge denn quasi nur mir in einer signifikanten Kette zugänglich sein, wenn ich doch zum Beispiel hier diese Flasche, die neben mir hier auf dem Pult steht, einfach nehmen kann und als Flasche identifizieren kann? Wo sollte hier das Problem sein, dass mir das Signifikat irgendwie entgleitet oder beziehungsweise dass der Signifikant primär, das Signifikat sekundär? Wo ist hier das Problem? Ich habe doch hier eine Flasche. Wie komme ich überhaupt auf die Idee, dass hier eine Doppelstruktur von Signifikant und Signifikat am Wirken ist? Aber Lacan würde eben sagen, dass sich diese Flasche
immer schon als Signifikanten verwende, also sozusagen als eine Symbolform ihres Konzepts und natürlich mustergültig, wenn ich, wie ich es gerade hier tue, um damit zum Beispiel einen Gedanken zu veranschaulichen. Denn in diesem Gedanken interessiert mich jetzt gar nicht mehr so die Flasche in meinem Alltag, nämlich da interessiert sie mich insofern Wasser darin enthalten ist. Jetzt scheint sie mich ja nochmal anders zu interessieren, nämlich dadurch, dass ich mit dieser Flasche einen Gedanken artikulieren möchte. Lacan würde, wie ich gerade sagte, was die Flasche betrifft, eben schon mal mich darauf hinweisen, dass sie diese Flasche ihrer angeblichen intrinsischen Bedeutung jederzeit beraubt werden kann, wie ich es gerade selber versucht habe zu veranschaulichen, insofern mich diese Flasche gar nicht mehr als ein Behälter von Wasser, das ich trinken kann, interessiert, sondern als ein Medium eines bestimmten Gedankens. Dann habe ich in gewissem Sinne das Signifikat, also das, was mit der Flasche assoziiert ist, ausgewechselt, nämlich jetzt interessiert sie mich eben als Medium der Darstellung eines Gedankens und nicht mehr als Medium, das mir Wasser zugänglich macht. Man kann dieses banale Ding, also diese Flasche beispielsweise, in einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten zu einem Ausstellungsstück deklarieren, das eines Tages in einem Museum mit dem Hinweisschild auftaucht, dass Dominik Finkelde diese Flasche am 13. Juni im Jahr 2020 als Beispiel der Lacanschen Zeichentheorie verwendet hatte. Die Flasche als Ding hat damit eine neue Extensionsbestimmung gefunden, nämlich nicht mehr nur eine Flasche zu sein, die mir Wasser zugänglich macht, sondern auch noch ein wichtiges Exponat in einem Museum zu sein. Und damit hat sich in einem gewissen Sinne das Eigenschaftsbündel, das sich um diese Flasche aufbaut, irgendwie etwas erweitert, nämlich jetzt interessiert diese Flasche nicht mehr als Flasche, sondern zum Beispiel als ein Exponat in einem Museum mit einem ganz anderen Konzept, das sich als Museumsstück dann in dieser Flasche verkörpert. Okay, was will ich mit diesem banalen Beispiel zum Ausdruck bringen? Naja, das Beispiel soll nur verdeutlichen, dass auch so scheinbar unzweideutige Gegenstände des Alltags wie Flaschen, Tische, Berge, Autos, Seen etc. permanent in neuen Kontexten ganz neue Bündel von Eigenschaften verkörpern können. Und das heißt eigentlich nur, dass für uns Menschen letztlich es kein Entkommen von symbolischen Bedeutung gibt. Denn auch so etwas wie eine Flasche kann immer mehr sein als das uns umgebende bekannte Bündel von Eigenschaften, zum Beispiel eben in einem ganz anderen Kontext ein neues Konzept zu bekommen. Inwiefern das auch uns permanent im Alltag betrifft, das heißt, inwiefern wir scheinbar klar definierte Entitäten plötzlich als Entitäten erleben, die ihre Eigenschaften wechseln, finde ich, lässt sich ganz schön veranschaulichen im Kontext der weit verbreiteten politischen Krise in den USA und in England, aber auch in anderen Ländern Europas. Denn Sie haben sicher mitbekommen, dass in diesem Zusammenhang sowohl in den USA wie auch in Großbritannien Standbilder zurzeit niedergerissen werden, die entweder mit der Zeit des Sklavenhandels oder der Zeit des britischen Imperialismus assoziiert wurden. Und ich erwähne das Beispiel nur, weil da nochmal deutlich wird, dass diese Standbilder plötzlich vor dem Hintergrund einer politischen Krise einen mächtigen Kontextwechsel erfahren. Zwar wurde dieser Kontext kritisch auch schon vorher beleuchtet, aber plötzlich tauchen diese Objekte auf als etwas, was der öffentliche Raum nicht mehr scheinbar dulden darf oder dulden kann. Plötzlich verschiebt sich dann der hermeneutische Horizont in eine Richtung und die Gesellschaft ist mit der Frage konfrontiert, warum sie die wahre symbolische Bedeutung dieser Figuren überhaupt so lange ignoriert hat. Ein scheinbar beliebiges Ereignis führt zu einer tektonischen Verschiebung symbolischer Welten und plötzlich stehen dann auch westliche Nationen da, dass sich China und Russland darüber erheben können. Warum erwähne ich diese Beispiele? Nun, um zu untermalen, dass wir auch ein so scheinbar unerschütterliches Signifikat, also das Konzept einer Flasche, aufgrund seiner Doppelstruktur, dass wir dieses Konzept nur durch Signifikanten haben, ganz problemlos einer Transsubstantiation unterziehen können, das heißt einem Auswechslungsprozess seiner Eigenschaften. Das heißt, die Flasche ist nicht einfach mit sich selbst identisch als Flasche, sondern insofern sie immer auch ein Signifikant und ein Signifikat zugleich ist, kann sich seine Identität im Rahmen eines neuen Koordinatensystems verschieben oder im Rahmen eines neuen hermeneutischen Horizonts. Und dann ist diese Flasche entweder ein Exponat
und eben dann kein Behälter mehr, das ich deswegen benutze, weil ich unbedingt Wasser brauche. Das bringt diese Zeichnung aus einem sehr lesenswerten Graphic Guide zu Jacques Lacan treffend auf den Punkt. Diese Zeichnung untermalt nämlich, dass auch eine ganz simple Geste, beispielsweise die Geste von Elizabeth I. von England auf dem Sterbebett, eine Bedeutung haben kann, ohne dass jemand weiß, was die Bedeutung ist und ohne dass jemand weiß, dass die Bedeutung vielleicht auch gar keine Bedeutung hat. Der Psychoanalytiker Darian Leader hat die Texte zu diesen Zeichnungen in dem Graphic Guide geschrieben und mit Bezug auf diese Zeichnung schreibt er Folgendes, und das Zitat habe ich abgedruckt. Her gesture, also die Geste von Elisabeth I., becomes a signifier. It meant something, it generated meaning, but we cannot be sure what it really meant. Signifiers form networks to which we have little conscious access, but which will affect our lives completely. They organize our world, the very texture of which is symbolic. Aber gehen wir noch einmal zurück zu Lacan und seiner Kritik an Saussure, die er in seinem relativ schwierigen Text über das Drängen des Buchstabens im Unbewussten artikuliert. Der Text ist im Reader abgedruckt. Lesen Sie ihn ruhig, verzweifeln Sie nicht zu früh. Sie müssen nicht alles verstanden haben. Den Gedanken, um den es mir in der Vorlesung geht, der ist eigentlich mit am leichtesten aus dem Text herauszufiltern. In diesem Text bezieht sich Lacan auf eine Zeichnung von Saussure, die Sie eigentlich auch schon kennen. Denn vielleicht erinnern Sie sich, Saussure druckte diese seltsame Zeichnung hier abgedruckt auf der rechten Seite der Folie ab, und zwar um zu verdeutlichen, inwiefern ein jeder Gedanke sich erst im Moment der Artikulation durch Signifikanten formt. Sie erinnern sich, für Saussure war es ganz entscheidend, darauf hinzuweisen, dass wir nicht ohne Signifikanten denken können. Denn Sie können ja einfach mal probieren, sich einen Tisch vorzustellen, ohne ein Konzept des Tisches zu haben. Also jetzt nicht nur ohne das Wort Tisch zu verwenden, sondern auch nicht mal ein Konzept, nicht mal eine Vorstellung, keine Repräsentation, dann werden Sie merken, dass das nicht geht. Das heißt, Sie brauchen irgendein Medium, um dann auch durch dieses Medium zum Beispiel sich die Idee des Tisches im Imaginär vorzustellen. Und darauf verweist er nur nochmal Saussure mit dieser Zeichnung, also in der Artikulation, gesprochen oder einfach nur in Gedanken von Worten, entsteht erst das Gedachte. Es gibt kein wortloses Denken, sondern Denken, Gedanken, Wort, Gedanken, Propositionen brauchen ein Medium, und ohne dieses Medium ist nichts. Also noch einmal, wir können einfach nicht ohne ein Medium der Differenzierung denken, und darauf verweist Saussure mit dieser Zeichnung. Und insofern sind wir immer schon beim Denken auch auf die Sprache verwiesen und damit immer auf diese anonyme Struktur, die überindividuell uns die Möglichkeit gibt, uns auf die Außenwelt zu beziehen. Jetzt schreibt Lacan aber Folgendes. Und darin artikuliert er seine Kritik an Saussure. Er schreibt: Es drängt sich der Gedanke auf, dass das Signifizierte, damit meint er das Signifikat, unaufhörlich unter dem Signifikanten gleitet. Was Ferdinand de Saussure an einem Bild illustriert, das den zwei Windungen des oberen und des unteren Wassers gleicht, wie sie auf den Miniaturen der Genesis-Handschriften dargestellt sind. Ich verstehe Lacan hier so, dass er auf Genesis-Handschriften verweist, also einfach nur, weil er erst einmal eine Assoziation damit, mit dieser Zeichnung verbindet, mit diesen Genesis-Handschriften, aber vielleicht auch, weil er damit noch untermalt, inwiefern durch das Wort erst die Wirklichkeit sich generisch entfaltet. Aber nur das als Randbemerkung. Ich lese weiter, denn das Entscheidende kommt erst. Ein doppelter Fluss, der markiert ist von einigen Regenstreifen, wodurch sich punktierende vertikale Linien bilden, die korrespondierenden Segmente eingrenzen. Aber die Linearität, die de Saussure als konstitutiv ansieht für die Kette des Diskurses, und hier, glaube ich, liegt Lacans Kritik, ist, wenn auch notwendig, so doch durchaus nicht hinreichend. Tatsächlich gibt es keine signifikante Kette, die gleichsam an der Interpunktion jeder ihrer Einheiten eingehängt nicht alles stützen würde, was sich in bezeugten Kontexten artikuliert, sozusagen in den Vertikalen dieses Punktes. Ich verstehe Lacan hier so, dass er sagt, wenn Saussure diese Regenstreifen, also diese punktierten
vertikalen Linien benutzt, dann kritisiert Lacan darin Saussure insofern, er immer noch von einer mehr oder weniger stabilen Binarität ausgeht zwischen Gedanke und zwischen Signifikat und Signifikant. Aber für Lacan ist das zu statisch gedacht, das habe ich ja versucht mit dem Beispiel der Flasche zu veranschaulichen. Also auch hier gibt es eine Instabilität zwischen Signifikant und Signifikat. Zwar liegt Saussure mit der Erkenntnis richtig, dass das sprachliche Zeichen binär ist, also eine Einheit zwischen Signifikat und Signifikant, und diese Binarität, wie Lacan sagt, notwendig ist. Aber wenn Lacan sagt, dass die Binarität nicht hinreichend ist, dann deshalb, um darauf hinzuweisen, dass Signifikate ihre Bedeutungen auswechseln können im Spiel der Signifikanten. Und mit anderen Worten gesagt, das Verhältnis Signifikat und Signifikant ist ganz und gar nicht so stabil, wie Saussure es irgendwie behauptet. Und das untermalt ja noch einmal, warum Lacan dann der Meinung ist, dass er behauptet, nein, der Signifikant ist primär und es gibt kein Gleichgewicht zwischen diesen beiden, weil das Signifikat uns immer letzten Endes entgleitet, das Signifikat jetzt mal als Sinnbild der Wahrheit in ihrer ganzen Fülle, die wir ja eigentlich mit allen unseren Propositionen und Erkenntnisakten einzufangen versuchen. Also nehmen Sie das Gleiten des Signifikats jetzt im Sinne eines Sinnbilds unserer immer auch scheiternden Erkenntnisbeziehungen, weil wir zum Beispiel in der Politik scheinbar permanent am Scheitern sind, wie wir eine Gesellschaft aufzubauen versuchen. Und das kann ja wohl eventuell nur deswegen der Fall sein, weil wir nicht an den Ort kommen, wo wir in eine harmonische Beziehung zwischen Subjekt und Objekt treten. Und eben unter anderem, wie Lacan sagen würde, naja, weil uns die Wirklichkeit natürlich immer entgleitet, obwohl wir die Wirklichkeit auch sprachlich einzufangen versuchen, aber eben immer unter der Bedingung ihrer Unmöglichkeit einer absoluten Abgleichung zwischen Wort und Tatsache, Faktum, Ding etc. Das habe ich ja versucht, mit dem Beispiel der Wasserflasche Ihnen zu veranschaulichen, dass auch die Wasserflasche nicht einfach mit sich identisch ist, weil ich sie als ein anderes Konzept immer wieder neu definieren kann in unterschiedlichen Kontexten. In dem Text Das Drängen des Buchstabens im Unbewussten erläutert Lacan jetzt dies mit Bezug auf zwei Sprachfiguren, nämlich die er Metapher und Metonymie nennt. Sie betreffen nämlich zwei Eigenschaften der von Freud analysierten Traumarbeit, nämlich die Verdichtung und Verschiebung von Bedeutungen im Traum. Lacan weist uns einerseits darauf hin, dass Signifikate uns entgleiten, obwohl sie eingeschrieben sind in die Abhängigkeit von Signifikantenketten. Und jetzt interessiert ihn das, weil er quasi als Psychoanalytiker erkennt, dass Worte in der Art und Weise, wie Patienten zum Beispiel auf der Couch beim Psychoanalytiker sprechen, etwas verbergen können, obwohl Worte geäußert werden. Schlicht und einfach, weil Signifikate, ähnlich wie im Beispiel dieser Flasche, andere Gestalt annehmen können oder in anderen Kontexten andere Bedeutung bekommen können. Und für einen Psychoanalytiker ist das natürlich wichtig, weil er ja gerade herausfinden möchte, wenn ein Patient bei ihm auf der Couch liegt, was es ist, was diese Psyche nicht zur Ruhe kommen lässt. Und zwar vor dem Hintergrund, dass diese Psyche eventuell selber nicht genau weiß, was sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Aber was sie eventuell nicht zur Ruhe kommen lässt, mag sich in den Worten, in bestimmten Ausdrücken, in bestimmten wiederholten Begriffen quasi zur Darstellung bringen lassen oder quasi seine Verkleidung ablegen. Schlicht und einfach, weil Bedeutung quasi ihre Kleider wechseln können. Bedeutungen stehen nicht fest und insofern stehen auch Bedeutungen nicht fest, die unsere Psyche immer wieder tangieren. Als klinischer Psychoanalytiker merkte nämlich Lacan, inwiefern Patienten bei ihm auf der Couch des Öfteren eine fehlerhafte Verbindung zwischen Worten und der intendierten Wortbedeutung offenlegten. Und dann zeigt sich darin im gewissen Sinne ein Symptom von etwas, was ausgedrückt werden möchte, sich aber nicht ausdrücken kann, beziehungsweise sich in etwas anderem ausdrückt, weil, wie gesagt, Signifikate sich ja
in wechselnden Kontexten in gewissem Sinne verkleiden können, andere Eigenschaftsbündel annehmen können. Und das ist für die Psychoanalyse natürlich wichtig, weil man dann merken kann, dass zum Beispiel in einem psychoanalytischen Gespräch oder in einer Traumsequenz sich Bedeutungen verkleiden, weil Bedeutungen nicht stillstehen. Lacan erkennt, in Anschluss an Freud, inwiefern sich verdrängte Bedeutungsmomente zwischen den Zeilen der Äußerungen artikulierten und dies deswegen möglich ist, weil die Welt der sprachlichen Zeichen eben starke Assoziationsränder hat, die die Bedeutung eines Wortes zum Beispiel metaphorisch oder metonymisch aufspalten können. Und das mögen diese Zeichnungen aus dem Graphic Guide zu Jacques Lacan noch einmal ganz schön verdeutlichen. Erinnern Sie sich in diesem Zusammenhang noch einmal an Freuds Analysen mit dem Namen Signorelle? Sie erinnern sich, der Name war angstbesetzt durch bestimmte Erfahrungen in Freuds Leben und die Psyche von Freud wechselt jetzt quasi die Bedeutungsebene dieses Namens so ab, dass Freud zwar schon irgendwie bestimmte Erinnerungen hat, aber nicht mit dem angstbesetzten Wort Signorelli konfrontiert wird. Und das veranschaulicht ja nur noch einmal, was auch eben Lacan untermalt, inwiefern die Sprache als Bedeutungsträger unsere Psyche tangiert und wir in der Art und Weise, wie wir träumen, wie wir sprechen, wie wir assoziieren, etwas darüber sagen können, was eventuell insistiert, ohne dass wir das, was insistiert, in Worte fassen können. Aber weil sich Konzepte verkleiden können durch neue Kontexte, wie ich an dieser Flasche versucht habe, deutlich zu machen, auch die Psyche in einem gewissen Sinne dieses Spiel beherrscht, Bedeutungen auszulagern, um bestimmte angstbesetzte Erinnerungen oder Bedeutungszentren im Netzwerk der Psyche abzuschneiden oder nicht primär in die Psyche vordringen zu lassen. Aber auch William James hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass Worte im gewissen Sinne Assoziationsränder haben und diese Assoziationsränder es ermöglichen, dass wir Konzepte gleiten lassen in anderen Worten, weil die Konzepte nicht immer und ewig an bestimmte Worte gebunden sind. Wenn daher Freud in seinem Hauptwerk die Traumdeutung offenlegt, inwiefern ein Traum die Bedeutungen, die er für die Psyche verhandelt, durch Verdichtungen und Verschiebungen ausdrücken kann, zum Beispiel um der Zensurinstanz der Psyche zu entkommen, dann kann das dazu führen, dass bestimmte Bedeutungen in scheinbar nebensächliche Details einer Traumsequenz abgeschoben werden, aber doch zur Darstellung gebracht werden können, dann eben unter den Bedingungen einer gewissen Zensur. Das ist ja nur noch mal ein Beispiel, inwiefern die Psyche sich selbst versucht zu retten, auf die Dinge Bezug zu nehmen, wie bei Freud im Beispiel Signorelli, weil Konzepte eben fließend sein können, unter der Signifikantenkette sich auslagern können. Ich wiederhole es noch einmal, wenn daher Freud in seinem Hauptwerk die Traumdeutung offenlegt, inwiefern ein Traum die Bedeutungen, die er für die Psyche verhandelt, durch Verdichtungen und Verschiebungen auslagern kann, zum Beispiel, um der Zensurinstanz der Psyche zu entkommen, die damit etwas Unangenehmes verbindet und im Schlaf möchte man in der Regel irgendwie sich entspannen, dann kann das dazu führen, dass bestimmte Bedeutungen in scheinbar nebensächliche Details einer Traumsequenz abgeschoben werden, aber dann durch diese Verschiebung doch zur Darstellung gebracht werden können. Und für Lacan entsprechen daher zwei Sprachfiguren, mit denen sich die Linguistik beschäftigt, die Metonymie und die Metapher. Diesen Sprachfiguren entsprechen zwei Prozesse der Psyche im Traum, nämlich der Verschiebung und der Verdichtung von Bedeutung. Und über diesen Weg kommt er dann zu der mit ihm assoziierten These, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist. Das Unbewusste arbeitet geistig unter dem Radar unseres Alltagsbewusstseins mit Symbolen, mit Worten oder mit Bildern, die immer auch Bedeutungen beinhalten, die wir gar nicht alle verarbeiten können und auch nicht alle verarbeiten müssen. Aber gerade deshalb mag es kommen, dass mich zum Beispiel der ironische Blick eines Kollegen dazu bringt, schlecht zu schlafen, weil hier vielleicht eine Bedeutung ausgelöst wurde, die ich kognitiv eventuell gar nicht richtig verarbeiten konnte, weil die Vorstellung, wie bei Freuds Signorelli Namensbeispiel, auf eine unbewusste Weise angstbesetzt war. Interessant ist nun, dass Tiere zu dieser Bedeutungsverschiebung nicht fähig sind. Das heißt nicht, dass ein Tier nicht auch sprachliche Zeichen erlernen kann, wie diverse Untersuchungen mit Primaten ergeben haben. Aber während ich zum Beispiel einem Hund mit einem erhobenen Arm andeuten kann, dass er sich hinsetzen soll, und dann versteht er auch in gewissem Sinne das Zeichen, so kann ich ihm nicht mitteilen, dass ein
in einer bestimmten Zeit ein erhobener Arm als Hitlergruß verstanden würde. Denn dazu müsste dieses Wesen fähig sein, einen Signifikanten zu unterscheiden von einem Zeichen. Denn ein Signifikant kann für etwas anderes einstehen, beziehungsweise ein Signifikant ermöglicht mir, das Konzept nochmal ganz anders zu verwenden. Und dann kann ein erhobener Arm nämlich einmal für einen Hund bedeuten, setz dich, und im Nationalsozialismus für einen Gruß an den Führer. Ebenso kann mir eine Katze ein Zeichen geben, dass sie zu ihrem Futternapf rennt und mir damit deutlich machen möchte, dass sie Hunger hat. Aber sie kann mir nicht andeuten, dass ihr Magen so leer ist, wie der Futternapf leer ist, weil dann müsste sie diesen Futternapf als Signifikanten verwenden. Dann müsste sie, wie ich am Beispiel der Flasche verdeutlicht habe, das Konzept auslagern können und diese Flasche nicht in ihrer Identität wahrnehmen oder den Futternapf nicht in der Identität als Futternapf wahrnehmen können, sondern den Futternapf als Signifikanten, als ein Sinnbild, als eine Metapher für den Hunger. Und das können Tiere nicht. Das Tier kann auf Zeichen reagieren, aber es kann nicht Zeichen durch Verdichtungen und Verschiebungen hindurch auf unendlich viele andere Botschaften hinlesen, wie wir Menschen das tun können. Und deswegen können wir ja tatsächlich diese Flasche in allen möglichen Kontexten wieder auftauchen lassen, wo die Flasche als Flasche eigentlich total sekundär geworden ist, weil sie jetzt für etwas ganz anderes steht, vielleicht einen großen symbolischen Wert hat. Keine Ahnung, weil ich diese Flasche in dieser Vorlesung verwendet habe. Insofern könnte man auch sagen, dass Tiere regelrecht an den sie umgebenden Dingen kleben oder sie kleben in ihrer Nische, ihrer ökologischen Nische, während wir Menschen durch die Matrix der Sprache nahezu in unabzählbaren symbolischen Welten zu Hause sein können. Und diese Welten kennen Sie alle. Das ist die Welt des Films, das ist die Welt der Mode, das ist die Welt der Theologie, der Literatur, der Kunst etc. Unendlich viele symbolische Welten, die sich nur deswegen ergeben, weil die Sprache, unsere Sprache, unsere Symbolformen nicht mit der Wirklichkeit eins zu eins verbunden sind. In der Tierwelt ist dies aber in der Regel so. Dort sind die Wesen einfach zu epistemisch arm, dass sie erst gar nicht in die Unendlichkeit dieser symbolischen Welten eintreten können, die uns Menschen prägt. Lacan bringt das sehr schön auf den Punkt, wenn er schreibt: Prägen Sie sich gut ein, dass die Sprache ein System positioneller Kohärenz ist, und dann als zweites, dass dieses System sich innerhalb seiner selbst mit einer erstaunlichen und erschreckenden Fruchtbarkeit vervielfältigt. Woher kommt diese Fruchtbarkeit? Nun gerade dadurch, dass die Sprache kein geschlossenes, in Einheiten zerlegbares System ist, sondern ein ausuferndes, sich ständig auch rückwirkend modifizierendes Netz aus Bedeutungsträgern ist. Und die rückwirkende Bedeutung dieses Netzwerkes ist für unsere Psyche allentscheidend, denn das gibt uns Menschen die Möglichkeit, uns vom Primat unserer Subjektivität immer neu zu unserer eigenen Vergangenheit als symbolische Wesen zu positionieren. Das heißt, ich kann mich einerseits in Abhängigkeit meiner Vergangenheit sehen, ich kann aber auch versuchen, meine Vergangenheit quasi retrospektiv zu überschreiben, indem ich mich nochmal ganz neu definieren möchte, nicht in Abhängigkeit der Erfahrung, die hinter mir liegt. Das heißt, als symbolische Wesen haben wir in einem gewissen Sinne auch eine Herrschaft über die Auslegung der Vergangenheit, wie sehr die Vergangenheit uns betreffen soll oder nicht betreffen soll. Und das geschieht ja in einem gewissen Grade zurzeit in dieser Black Lives Matter Bewegung, wenn es darum geht, die Symbole von Sklavenhandel und Imperialismus neu zu überschreiben. Das heißt, die Vergangenheit neu zu definieren, damit die Gegenwart jetzt tatsächlich sich einer Schuld stellt, die vorher scheinbar noch nicht aufgearbeitet wurde. Diese Objekte, Skulpturen werden jetzt nicht mehr als unliebsame Kollateralschäden einer großartigen Geschichte ausgelegt. Sie erinnern sich, Donald Trump hat dies getan mit Bezug auf die Konföderationsmonumente in den Südstaaten der USA, also zu sagen, naja, sie stehen für einen Teil einer schlechten Geschichte, aber die ganze Geschichte ist in ihrer Totalität großartig, insofern können wir sie als Kollateralschäden jetzt mal stehen lassen. Dieser Meinung sind die Aufständischen nicht in der Black Lives Matter Bewegung. Sie wollen tatsächlich, dass jetzt auch nicht mehr gesagt wird, dabei handelt es nicht um Kollateralschäden. Sie wollen die Geschichte ganz neu auslegen und insofern auch diese Skulpturen in ihrer symbolischen Bedeutung aus dem Alltag entfernen.
Wie ist das möglich? Naja, dadurch, dass wir unsere eigene Vergangenheit immer wieder neu auslegen können. Unter anderem gehen wir auch deshalb zum Beispiel zu einer Psychotherapeutin oder zu einer Psychoanalytikerin, um uns in eine neue Beziehung zu dem, was für uns Menschen, die einfach vergangen ist, neu zu stellen. Mit Bezug zur Traumthematik in Freuds Werk, und mit dieser beschäftigt sich ja Lacan als Psychoanalytiker, können wir deshalb auch verstehen, dass gerade das wirre Spiel unserer Traumgedanken, also unserer Träume, erinnern Sie sich daran, denken Sie einfach mal daran, was Ihnen da alles durch den Kopf geht, deshalb so vielfältig ist, weil die Psyche in einem gewissen Sinne mit sich und ihrer Genese dabei auch immer sich selbst verhandelt. Da diese Verhandlungen für Freud, die im Traum stattfinden, nicht einfach harmlos sind, sondern unsere fundamentalsten und geheimsten Begehren oder Idealimagination betreffen, benutzt die Psyche das unendliche Netz der Bedeutungsgenerierung im sprachlichen Wesen des Menschen, um seinerseits verboten und verdrängte Begehren dann beispielsweise in neuen Gestalten oder verfremdet auch gleichzeitig thematisieren zu können, um diese angstbesetzten Erfahrungen dann irgendwie doch zu verarbeiten, wenn auch im Kleid der Verfremdung. In dem Moment nämlich, in dem im Schlaf die Psyche ihre Schutzinstanzen oder ihre Zensurinstanzen, wie Freud es nennt, herunterfährt, können dann auch unbewusste Verdrängungen und Begehren neu verhandelt werden, unter anderem durch Verschiebung und Verdichtung. Und zwar gerade, weil die sprachliche Welt der Psyche letztlich keine Fixpunkte kennt, keine absoluten Wahrheitsmacher der Bedeutung, die aber, erlauben Sie mir den polemischen Querschlag, die erste Generation analytischer Philosophen unter dem Banner des logischen Empirismus versucht hat festzumachen. Natürlich nicht mit Bezug auf die Psyche, sondern mit Bezug auf die Außenwelt oder in Bezug auf die Dichotomie zwischen Subjekt und Objekt. Sie sehen hier also, welche für unsere Psyche wichtigen Eigenschaften die Sprache haben kann. Und das kann sie deshalb, weil wir als Sprachwesen uns im Netzwerk von unendlich vielen Bedeutungskomplexen als Subjekte unter anderen Subjekte konstituieren müssen. Und weil dieser Prozess gar nicht anders sein kann als mangelhaft, bilden wir notwendig auch so etwas wie ein Unbewusstes aus. Aber dieses Unbewusste ist nur deshalb existent, weil wir im klassischen Sinne symbolisch agierende Wesen sind. Wir begegnen uns in signifikanten Ketten und in symbolischen Rollen und das heißt letztlich in Sprachformationen. Und Lacan bringt das mit dem folgenden Spruch zum Ausdruck. Er schreibt, ein Signifikant ist, was für einen anderen Signifikanten das Subjekt vorstellt. Vielen Dank für Ihre Geduld.